die Qualitätssicherung bedeutet für mich natürlich eine Möglichkeit zur Verbesserung bei allen Arbeitsabläufen, auch in meiner Praxis. Und es sind nicht immer die der täglichen Routine, mit denen ich selbst zu tun habe, sondern die auch mein gesamtes Praxisteam betrifft. Und während ich mit der Versorgung der Patientin beschäftigt bin, habe ich hier die Möglichkeit, auch im Background qualitätssichernde Maßnahmen laufen zu lassen. Und das bedeutet für mich Qualitätssicherung im Ganzen für die Praxis. In jeder Praxis, auch bei mir, ist natürlich ein QM-Handbuch. Es gibt eine QMB, mindestens eine, und interne Audits. Über Jahre verbunden, zertifiziert und letztlich abgeschlossen mit der Verbundzertifizierung, weil die Kosten davongelaufen sind. Das heißt, ich bin jetzt gelandet bei dem KV-eigenen Qualitätssicherungssystem. Ja, gemeint ist natürlich das QEP-System. Bei uns, und das bestätigen auch alle Kollegen, die im stationären Bereich tätig sind als Belegärzte, wird das Qualitätssicherungsverfahren zur Wundinfektion in Kooperation mit der Hygieneabteilung durchgeführt. Und die Integration in ein bestehendes QM-System der Praxis ist bürokratisch mit schrecklichen Fragebögen. Alleine will man das lieber nicht machen. Kurze Antwort, keine. Es ist aus meiner Sicht mehr Bürokratie ohne Verbesserung. Die Zeit letztendlich, die berühmte Arztzeit, die fehlt im Umgang mit dem Patienten. Aufwand und Zeit für von extern mir übergestülpte Aufgaben zur Qualitätssicherung. Da ist jede Minute eigentlich zu viel. Wenn sie nicht in der normalen Dokumentation einer Leistung erfasst wird, ist die separate, zusätzliche, aufwendige Dokumentation auch minutengenau abgerechnet zu viel. Die Praxisverwaltungssoftware ist das A und O. Sich damit auseinanderzusetzen und zu vergleichen, das schafft Freiraum, das spart Zeit. Und es ist natürlich sehr schwer, im laufenden Geschehen aus einem System in das andere zu wechseln. Die politische Absicht wurde ja schon oft wiedergegeben, ist in Praxis noch nicht möglich, ein System von A nach B einfach zu migrieren. Und neben guten Mitarbeiterinnen, die geschult sind, die hier vieles im arbeitsteiligen Prozess übernehmen können, ist das A und O eine Software, die mich entlastet. Zertifizierung. Wer zertifiziert sich oder zertifiziert was? Sehr gut. Unsere PVS AIS hat das Siegel. Die Spezifikationen, die wir jetzt aktuell vorliegen haben, als Beispiel OKFE, sind nicht zertifiziert. Und das ist, glaube ich, eines der Kernprobleme. Ich kann mich ja daran erinnern, ich hatte als dieses mit den diesen ersten Fragebogen, den hatte ich für die KV Hessen kommentiert gehabt. Und da war auch ein Herr, damals noch vom Aqua-Institut bei uns in der Praxis, mit dem bin ich auch minutiös das durchgegangen, habe ihm das auch gezeigt. Und so, die Arbeit war gut, die Konsequenz war gleich null für die Befragung späterhin. Akzeptanz wird nur geschaffen, indem man einen Pool von Niedergelassenen gewinnt, hier in der Entwicklung sich sachkundig mit einzubringen. Weil das sind dann eben, ähnlich wie bei solchen Testimonials, das sind dann die Quellen, die dafür sorgen, dass im Nachgang auch noch unter Einbeziehung der Wissenschaft es eine große Akzeptanz findet.